Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Angezockt. Wie ihr seht, diesmal wollen wir Desperados anzocken. Ich hoffe, der Ton ist so okay. Ich nehme jetzt mit Streamlabs OBS mal auf, weil ich es am PC spiele. Und laut Pegel sollte das jetzt eigentlich so okay sein, dass mein Mic etwas lauter als das Spiel ist. Machen wir so, dass das Spiel dann so wenigstens ab und zu im gelben Bereich ist. Weil ich bin viel mehr im gelben Bereich, ich bin fast am Ende. Obwohl, lass mal so. So, ne, wir machen, dass das alles im grünen Bereich ist, scheißegal. So, ich habe es gestern schon versucht aufzunehmen. Da ist mir aber ein Fehler passiert. Ich hatte bei den Videoeinstellungen, da hatte ich 4K drin stehen mit 60 FPS. Das Spiel war sehr flüssig, ist bei mir auch gut gelaufen, also auch Performance alles auf hoch und so. Problem war halt nur, in der Aufnahme hat es halt nicht geklappt. Also die Aufnahme war nicht gut, die war halt stockend und so. Deswegen nehme ich es jetzt nochmal auf. Kann ich das hier nicht irgendwie löschen? Ach nee, ich muss halt fortsetzen, Mann, Kacke. Also ich kann jetzt nicht nochmal von vorne anfangen, aber ich habe halt nicht weit gespielt, weil meine Frau dann auch gerufen hat und so. Wegen der Kleinen, also halbe Stunde halt gemacht oder so. Also wir sind ziemlich noch am Anfang. Wovon kann ich euch in der Ladezeit kann ich euch ja schon berichten. Die Grafik sieht sehr gut aus. Ist sogar komplett in Deutsch. Da können sich einige Publisher echt mal eine richtige Scheibe von abschneiden. So. Mir leid. Das ist kein guter Tag, um den Kopf zu verlieren, Junge. Na los, versteck die Leiche. Achso, ich soll die Leiche jetzt verstecken. Ja, da waren wir nämlich stehen geblieben letztens. Fesseln. Nicht bewegen, klar. Der ist jetzt natürlich keine Leiche, steht zwar Leiche, aber. Gut gemacht. Und jetzt versteck ihn in den Sträuchern. Das guter Junge. Auf geht's. Warum in den Sträuchern, wenn man auch runterschmeißen kann? Weiter. RT. Gut, dass ich die dabei habe. Heute ist es soweit. Was war denn Kamera drehen? Klar, bin bereit. Ah, okay. Jetzt. Das hat mich gestern so ein bisschen genervt, dass ich die Kamera nicht drehen konnte. Jetzt. Weiß ich, wie das funktioniert? Wo kommen die alle her? Egal. Siehst du den Kran dort oben? Ja. Wie wär's, wenn du raufgehst und die Ladung runterlässt? Wird erledigt, Sir. Was zum Teufel? Ich hab dich! Fuck. Ich möchte nochmal anfangen. Scheiße. Tag, um den Kopf zu verlieren, Junge. Na los, versteck die Leiche. Gut gemacht. Und jetzt versteck ihn in den Sträuchern. Guter Junge. Auf geht's.
Wir müssen weiter. Wo kommen die alle her? Egal. Siehst du den Kran dort oben? Ja. Wie wär's, wenn du raufgehst und die Ladung runterlässt? Wird erledigt, Sir. Ich habe gedacht, ich schaff's noch. Was ist das? Verdammt! Pass auf! Tut mir leid. Das ist kein guter Tag, um den Kopf zu verlieren, Junge. Na los, versteck die Leiche. Gut gemacht. Und jetzt versteck ihn in den Sträuchern. Gut, Junge. Auf geht's. Wir müssen weiter. Wo kommen die alle her? Egal. Siehst du den Kran dort oben? Ja. Wie wär's, wenn du raufgehst und die Ladung runterlässt? Wird erledigt, Sir. Das ist ja mal so ein bisschen nervig hier. Ich komme immer aus Versehen, weil ich die Kamera drehen will. Aber mit dem Steuerkreuz ist halt nur vor, zurück. Also hoch, runter, links, rechts. Wenn ich die Kamera so ein Stück drehen will, muss ich halt immer den R-Knopf drücken. Gut, dass ich die dabei habe. Ein falscher Penny kommt sofort. Schnell speichern, okay. Ich habe noch jede Menge davon. Was zum Teufel? Wen haben wir denn hier? Ah, ist nicht! Verräter! Mist. Ich habe wieder den falschen Knopf gedrückt, ich bin aufgestanden. Oh, ist das nervig? Ist das nervig? Wieso kriege ich das nicht hin? Gleich fertig. Gut gemacht. Und jetzt versteck ihn in den Sträuchern. Gut, das wird ein Problem. Auf geht's. Wir müssen weiter. Wo kommen die alle her? Egal. Siehst du den Kran dort oben? Ja. Wie wär's, wenn du raufgehst und die Ladung runterlässt? Wird erledigt, Sir. Ich hab noch jede Menge davon. Das hat nichts mit uns. Gut, dass ich die dabei habe. Ich brauch noch kurz. Penny kommt sofort. Was ist das für ein Lärm?
War jetzt LS die kleine oder die große? Ich komme mit Xbox nicht so klar, ey. Gut, dass ich die dabei habe. Ach so, das ist das Ding, okay. Gemacht, Junge. Bleib dort, ich komm zu dir. Gut gemacht, Junge. Du kennst das Spiel. Warte, bis ich zurück bin. Ich dachte, ich wäre so weit. Nächstes Mal. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Warum kann ich nicht mitkommen? Gib mir einfach eine Knarre. Eine Knarre? Hm? Ich will, dass du den Baum aus 15 Schritt Entfernung triffst. Wenn du das schaffst, bist du bereit für eine Knarre. Bis später, Johnny. Also der Einstand, also wir sind jetzt fertig mit dem Tutorial, jetzt fängt das Spiel ja richtig an. War schon cool gemacht mit diesem Vater begleitet, der Sohn begleitet den Vater und mit den Karten und so, man kommt so ein bisschen rin. Wie gesagt, wenn man nicht gleich so versagt wie ich jetzt eben circa dreiviertel Stunde habt da das Tutorial durch. Weil ihr geht dann halt so. Also der Weg ist halt abgesteckt, wo ihr lang müsst. Da müsst ihr dann halt verschiedene Sachen machen und Karten euch angucken, halt so wie jetzt eben die Fragezeichen halt mit die brennen, also die Karten, die brennen mit dem Fragezeichen drauf. Und dadurch lernt ihr halt praktisch die Tastenkombination kennen. Rupft sie ordentlich, Jungs! Nehmt alles, was glänzt und alles, womit man sich blitzsaufen kann. Na los, zeigt ihnen, wer der Boss ist. Scheiße, in Deckung! Hier lang, wir greifen von der Seite an. Verdammt, er hat uns gesehen! Da oben! Schnappt ihn! Lasst ihn nicht entwischen! Schnallt sie ab, Jungs! Ha! Noch einer für Big Hand! Lasst mir welche übrig! Oh, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das abläuft.
Ein Messer für dich. Also, ich bin immer noch der Sohn, aber jetzt älter. Was sagt mir, dass du nicht zum Fahrkartenstempeln hier bist? Die Stimme kommt mir wirklich bekannt vor. Anscheinend machen wir einen unplanmäßigen Halt. Ich sehe besser nach, was los ist. Woher kenne ich die Stimme? Ich muss mich zum vorderen Ende des Zugs schleichen. Ich glaube vom Metro. Metro Exodus. Was ist eine X jetzt? Achso, das ist X. Nimm's nicht persönlich. Mit RS und dann LB halten. Okay, werden wir mal testen. Ich muss ihn von hier aus erledigen. Am besten mit dem Messer. Wer hat Lust zu sterben? Sieh genau hin. Schnell speichern. Was ist denn das? Speichern. So. Schwäne, Schubkarren. Mann, diese Typen waren gut vorbereitet. Na, ich gehe besser nach oben. Augen aufs Ziel. Komm raus, ich weiß, wo du bist. Sieh genau hin. Komm raus, oder ich schieße. Wer hat Lust zu sterben? Auf keinen Fall. Sie mir Angst gemacht. Können Sie uns helfen? Okay. Jetzt wird's laut. Die alte und die neue. Nichts da. Keine Chance. Da kommt er auch schon. Danke, Fremder. Sucht euch ein Versteck. Augen aufs Ziel. Ganz schön schwer. Das war knapp.
Nächstes Mal dünne ich das Rudel besser aus, bevor ich laut werde. Da haben wir ein Problem. Ich würde mal sicherheitshalber, wie da steht, Oma, speichern nochmal. Keine Bewegung, Kumpel! Wir wollen doch nichts tun, was wir bereuen können. Ich muss beide auf einmal erledigen. Okay, dann weiß ich. Dann weiß ich wie. Sieh genau hin. Nee, shut down. Dann wollen wir mal. Plan zurücksetzen, genau. So, Shutdown. Machen wir Krach. Gleich geht's rund. Klare Sache. So, jetzt haben wir zwei Sachen. Und jetzt machen wir Plan ausführen. Jetzt wird's laut. Die Kugel ist für dich. Zwei sind besser als eine. So, einen Plan ausführen. Das hat vorher, im Tutorial habe ich das nicht richtig hingekriegt, mit der Münze schmeißen und dann irgendwie gehen oder so. Was denn? Soll das ein Scherz sein? Ich würde sagen, jetzt sind wir quitt. Ich schlage vor, Sie kehren jetzt zu Ihrem Waggon zurück. Aber jetzt kümmere ich mich. So wie Sie sich um die beiden gekümmert haben? Hören Sie, Mr. Cooper. Mr. Cooper, ich wurde angeheuert, um sicherzustellen, dass dieser Zug nach Flagstone kommt. Ich würde es zu schätzen wissen, wenn Sie mir nicht in die Quere kommen. Also gut, Mr. McCoy. Dr. McCoy. Ach, wie von Star Trek. Dr. McCoy. So wie ich das sehe, führt nur ein Weg geradeaus. Und ich muss auch nach Flagstone. Wie Sie meinen. Aber sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Du hast mal nicht gewarnt. Das wird interessant. Die Banditen haben offenbar den Tunnel blockiert. Was glauben Sie, warum der Zug angehalten hat? Das wird viel Arbeit, diese Felsen zu beseitigen. Gut, dass Sie auf dieser Anhöhe ein Fässchen Dynamit gelagert haben. Das Dynamit schnappen und den Tunnel freilegen. Gar kein schlechter Plan. Meine Pläne sind nie schlecht. In Ordnung. Dann legen wir mal los. Klare Sache. Okay, ich habe jetzt auch Verbandsmaterial. Wer hat Lust zu sterben? Ach, ich kann... Sie haben doch einen Plan, ja? Ich habe ein paar Tricks hier drin. Geladen und bereit. Was gibt's? Was zum... Irgendwie
irgendwelche Ideen hierzu? Ich werde meine Tasche als Köder benutzen. Sie verstecken sich und lernen dazu. Ich will die Tasche nicht als Köder nutzen. Ich mach das anders. Sekunden. Mach das so. Ich habe jede Menge davon. Dauert noch. Ist noch nicht so weit. Ganz alter Trick. Dauert noch. Ist noch nicht so weit. Den Anführer übernehme ich. Mir schon oft den Hals gerettet. Wer will einen Blick riskieren? Moment, die war doch eben. Und schon kommt wer. Lass dir da seine. Eine Gasfalle? Nicht schlecht. Wie öffnet man das Ding unbeschadet? Sie gar nicht, Mr. Cooper. Es sei denn, Sie sind ich. Was denn? Nur noch schlimmer! Jetzt steckt ihr richtig in der Scheiße. Wer auch immer da ist, kommt sofort raus! Was soll's? Okay, dann wisse ich Bescheid. Das richtige Werkzeug abgelehnt. Hältst du den Schuh hart? So langsam werde ich wahr. Ich sehe dich, Arschloch! Jetzt ab! Mehr Arbeit für später. Wir sehen uns. War jetzt zwar nicht so optimal, aber gelöst ist gelöst. Der kann. Oh, schöne Ding. Gehen wir rüber. Auf der Klippe ist ein Ausguck. Ich werde ihn von hier aus erledigen. Das will ich sehen. Hey! Noch ein Zug für uns. Oh, ich schieß nicht daneben. Wir werden dieses Baby komplett ausräumen. Oh Gott. Big Ann hat's mal wieder geschafft. Zum Teufel soll schon hier entlang kommen. Wie soll ich jetzt hier hochkommen? Die Jungs haben ihre Freude am Plündern. Es ist eine echte Schande, dass ich hier Waffe schieben muss. Verdammte David Company. Wer hat Lust zu sterben? Ich bin ganz Ende ruhig. Big Ann hat's mal wieder geschafft. Verdammt will ich sein.
Code Bandline Special. Schaft und Patron. Eine Spezialanfertigung. Ich musste eh mal raus. Hier hat jemand ein kleines Picknick veranstaltet. Das war's wohl. Ich gehe besser zurück. Augen aufs Ziel. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Halten wir uns ran. Voll ins Schwarze. Ach so. Wird auch Zeit. Auf nach oben. Die Zeiten des Kletterns liegen hinter mir, Mr. Cooper. Naja, wir finden schon eine Lösung. Habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Ganz schön schwer. Mr. McCoy. Dr. McCoy, wenn ich bitten darf. Aber sicher. Der Hinterhalt kam wie erwartet. Oh, ich schieß nicht daneben. Gut, also. Stimmt irgendwas nicht? Ja, musst du mir sagen, was hier ein verdammtes Wort macht? Ah, keine Ahnung. Mir egal. Vorsicht. Seine Freundin wird merken, dass er nicht auf seinem Posten ist. Schimmert, ihr wollt ja nur testen, ich wüsste, dass die dann... Oh. Ich hab hier eine Menge davon. Meine Spezialität. Verdammt noch! Die sehen uns aus! Ausschwärmen! Lassen Sie sich schon immer irgendwas gefunden? Scheiße! Scharfschütze! Das war der Letzte. Sie sind hier! Nicht Stein! Keine Überraschung mehr! Mal aufwärmen. Viel Spaß. Gut gemacht.
schwer. Hä? Wen haben wir denn hier? Wehe, ich erwische dich, dann wird groß sein. Ganz harter Trick. Wir werden euch schon finden. Auf geht's, Männer! Machen wir Krach. Wir wissen uns! Keine Überraschung! Wenn unterwegs, sieh genau hin. Die alte und die neue. Wer sie findet, also bekommt gut. Ihre Sachen. Ich komme rein. Zwei sind besser als eine. Bist du? Scheiße. Wir müssen sie ausschalten, Jungs. Ha! Hab ich gefunden. Mist. Das war jetzt meine eigene Blödheit. Oh Gott, ey. Mann. Wir wollen doch nichts tun, was wir bereuen können. So, erstmal hier rum. So. Und dann Showdown. Sieh genau hin. Der. Sache. Und der. Kommt mal her. Ich hab vergessen, die Waffe zu wählen, Scheiße. Schlechter Tag zum Schluss. Ich habe vergessen, eine Waffe zu machen. Oh Gott. Keine Bewegung, Kumpel. Wir wollen doch nichts tun, was wir bereuen können. So, Showdown. Waffe wechseln. Die alte und die neue. Nee, nicht gehen. Zack. Jetzt wird's laut. Dann warten wir. Und der und dann aufhören. So. Die Banditen haben. Dann können wir vielleicht jetzt so ein bisschen strategischer vorgehen. So, ich muss jetzt erstmal mit dem hier rüber. So. Irgendwelche Ideen hierzu? Ich werde meine Tasche als Köder benutzen. Mit dem Sie gehe ich verstecken hier. Sich und lernen dazu. Messer, okay. Und mit dem. Banditen. So, jetzt müssen wir gucken. Ich muss die Tasche. Ich habe ein paar Tricks hier drin. Hier hin machen. Geller, genau wie alle. Was ist das? Augen auf. Wie die Motte zum Licht. Klappt wie geschlossen. Eine Gasfalle. Nicht schlecht. Wie öffnet man das Ding unbeschadet? Sie gar nicht, Mr. Cooper. Es sei denn, Sie sind ich. Nur ein paar Sekunden. Ich bin ganz Ohr. Alles an seinem Platz. So langsam werde ich warm. Ich habe jede Menge davon. Ganz alter Trick. Dauert noch. Ist noch nicht so weit. Das muss warten. Würde ich mir keine Sorgen machen. Hat mir schon oft den Hals gerettet. Ich habe ein paar Tricks hier drin.
Werfen wir den Köder aus. Bin da. Und schon kommt wer. Lass deine Finger besser bei dir. Halten wir uns ran. Wieder voll ausgerüstet. Auf der Klippe ist ein Ausguck. Ich werde ihn von hier aus erledigen. Das will ich sehen. Und wir uns ein paar Banditen. Scheißbefehle. Ich habe das richtige Werkzeug dabei. Meine Spezialität. Verdammte DeWitt Company. Verdammt will ich sein. Cold Bundline Special. Schaft und Patronen. Eine Spezialanfertigung. Kann's kaum erwarten. Auf nach oben. Die Zeiten des Kletterns liegen hinter mir, Mr. Cooper. Naja, wir finden schon eine Lösung. Schwer. Ich hoffe, Sie kommen mit der Strickleiter klar, Mr. McCoy. Dr. McCoy, wenn ich bitten darf. Aber sicher. Und wo ist der Haken? Aus. Ich habe jede Menge davon. Stimmt irgendwas nicht? Was war das? Ja, könntest du mir sagen, was hier ein verdammtes Boot macht? Keine Ahnung. Augen auf. Seine Freundin wird nach ihm schauen. Ganz alter Trick. Wir sehen uns. Jedes Mal, ey. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Sie haben noch einen Plan. Beladen und bereit. Wer will einen Blick riskieren? Teufel! Ja! Angebissen. Noch mal sehen, was hier los ist. Was ist hinter dir? Schön schwer. Was ist das? Ist noch einer. Wollen wir dann? Nichts beschädigt. Wir speichern mal sicherheitshalber ab, nicht, dass wir wieder denn die ganze Scheiße machen müssen. Weil wir sind hier schon ziemlich weit. Verdammt lang der Zug.
Was ist mit dem Typen, der den Poncho trägt? Der wird sich nicht unnötig bewegen. Und das wissen Sie, weil... Vertrauen Sie mir. Ich kenne diese Typen. Ganz alter Trick. Ist die Zeit nicht wert. Ich habe jede Menge davon. Persönlich. Okay. Ah, kann ich eine gleichzeitige Attacke mit Beben ausführen. Okay, okay. Die Uhr kriegen wir da hin, oder? Hat er einen Arzt gerufen? Na klar. Erstmal aufwärmen. Ich kann sie schon riechen, die süßen Moneten. Das müssen wir leise erledigen. Ich nehme den einen, sie den anderen. Na los, ich weiß, dass er ihn hat. Okay, also wie man Shutdown, so, töten. Überlassen Sie das mir. Was gibt's? Wenn unterwegs. Töten. Und jetzt sagen wir ausführen. Bist du? Oh, wieso hat denn das jetzt nicht geklappt, ey? Ja, machen wir das nochmal. Holen wir uns ein paar Banditen. Was ist mit dem Typen, der den Poncho trägt? Der wird sich nicht unnötig bewegen. Und das wissen Sie, weil... Vertrauen Sie mir. Ich kenne diese Typen. Wieder einer weniger. Ich bin ganz Ohr. Überlassen Sie das mir. Na los, ich weiß, dass er ihn hat. Das müssen wir leise erledigen. Ich nehme den einen, sie den anderen. Wird auch Zeit. Du musst ihn gründlich filzen, hörst du? Und wo soll das hinführen? Das schaffe ich allein, vielen Dank. Dann wollen wir mal. Extra langsam, oder was?
Wieso hat denn das nicht gemacht? Ich hatte doch Töten aktiviert. Ich habe das doch genauso markiert. Irgendwas? Läuft's. Was zum... Was ist mit dem Typen, der den Poncho trägt? Der wird sich nicht unnötig. Und das wissen Sie, weil... Vertrauen Sie mir. Ich kenne diese Typen. Ich bin tot. Das war jetzt blöd, das war ich, da war ich jetzt übereifrig. Das. Was? Wie läuft's? Was ist mit dem Typen, der den Poncho trägt? Der wird sich nicht unnötig bewegen. Und das wissen Sie, weil... Vertrauen Sie mir. Ich kenne diese Typen. Wir sehen uns. Ich habe das richtige Werkzeug dabei. Das müssen wir leise erledigen. Ich nehme den einen, Sie den anderen. So. Bin jetzt mit beiden etwa gleich auf und sage jetzt Shutdown. Gehe jetzt hier hin und sage Töten. Drück den nächsten. Töten. Durch die Hölle. Fortsetzen. Plan ausführen. Da muss ich mich verdrückt haben letztens. Also eben die ganze Zeit. Heftiger Raubzug ist das hier. Ganz schön schwer. Passagiere könnten unsere Hilfe gebrauchen. Warum Zeit vergeuden? Lassen Sie uns weiterreisen. Aha, okay. Mehrere Charakter auswählen. Alter Dreck. Asche den Kopf runter. Meine Güte, ich hasse Schneeketüten wie euch. Euch ganz besonders. Normalerweise arbeite ich allein. Schaffen wir dich aus dem Weg. Was hat man davon, wenn man mit einem Zug der DeWitt Company fährt? Hat mir schon oft den Hals gerettet. Werfen wir den Töter aus. Alles an seinem Platz. Richtig so. Zieht eure Rüben ein, sonst puste ich sie weg. Wer will einen Blick wissen? Was ist das? Teufel? Wie die Motte zum Licht. Augen auf. Glück wie geschmiert. Und ihr dachtet, ihr könntet euch wehren. Seht euch noch an. Ein paar Sekunden. Du hättest in deinem Waggon bleiben sollen.
Ihr gebt uns besser alles, was ihr habt, sonst finden wir nachher eure Leichen. Hört auf, euch zu verstecken, ihr Feiglinge! Hat wer einen Arzt gerufen? Komm schon, zeig mir, dass du Eier hast! Eigentlich, bald werden wir sie kennen. Wen haben wir denn hier? Bin da. Wir werden euch schon finden! Auf geht's! Ich sehe dich, Arschloch! Gefunden! Ich hab... Mist! Ich hab vergessen zu speichern, garantiert, wa? Na, leg mich doch am Arsch! Oh, ich schieß nicht daneben. Schön cool bleiben. Was ist mit dem Typen, der den Poncho trägt? Der wird sich nicht unnötig bewegen. Und das wissen Sie, weil... Vertrauen Sie mir. Ich kenne diese Typen. Eine Sorge weniger. Nimm's nicht persönlich. Schön schwer. Speichern wir das. Ich hab keinen Bock, das hier ständig wieder neu zu machen. Das müssen wir leise erledigen. Ich nehme den einen. Sieh den anderen. Na los. Ich weiß, dass er ihn hat. Na los. Normalerweise arbeite ich allein. Na gut. Sie sind. Vielen Dank. Schon gut. Und jetzt rühren Sie sich nicht vom Fleck. Bisschen unkonventionell, aber wir haben es geschafft. Ganz schön schwer. Schwer. Und wo soll das hinführen? Bin da. Die Passagiere könnten unsere Hilfe gebrauchen. Warum Zeit vergeuden? Lassen Sie uns weiter. Schwer.
schön schwer. Sehen Sie, ich wusste doch, dass da ein Herz in Ihnen steckt. Anatomisch gesehen vielleicht. Noch würde ich mir keine Sorgen machen. Wie läuft's? Der Anfang des Zugs. Anscheinend haben wir es geschafft. Trotzdem brauchen wir noch das Dynamit, um den Tunnel freizulegen. Das ist leicht. Wir begeben uns langsam nach oben. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Halten Sie sich raus. Wir werden uns um die Banditen kümmern. Haben Sie vielen, vielen Dank. Sie haben doch einen Plan, ja? Genau das, was ich brauche. Sehen, was hier los ist. Dieser große Fels dort sieht aus, als würde er bald herabstürzen. Nicht besser. Ganz schön schwer. Ja. Halten wir uns ran. So langsam werde ich warm. Halt, halt. Der Hinterhalt kam wie erwartet. So, jetzt gucken wir mal. Typisch Bandit. Also wir sind schon am Anfang, das ist schon mal positiv. Da sollen wir hin, aber wir müssen da hoch. Wir müssen die oberen da ausschalten. Also von oben rum ins Lager und dann den ausschalten als erster da. Okay, das kriegen wir hin. Wer da gesagt, oder?
Ganz alter Trick. Ist noch nicht so weit. Dauert noch. Das muss warten. Ich mach nur ein paar Sekunden. Also, wenn ich den jetzt dahin schicke. Das muss warten. Ich hab jede Menge davon. Ist noch nicht so weit. Das muss warten. Dauert noch. Ist noch nicht so weit. Das muss warten. Ruhe dahin! Kleiner Kratzer. Den Anführer ich. Scheiße, ich bin tot. Ah, fuck. Und ich habe natürlich nicht gespeichert, ey, ganz toll. Wie lange nehme ich überhaupt schon? Ich nehme den Stunde 7, ganz toll. Wieso gehe ich dann immer hier rüber? So, Showdown. X. Hat er einen Arzt gerufen? X. Dachte ich mir schon. Du musst ihn gründlich filzen, hörst du? Nicht persönlich nehmen. Schaffen wir dich aus dem Weg. So langsam werde ich warm. Ganz schön schwer. Die Passagiere könnten unsere Hilfe gebrauchen. Warum Zeit vergeuden? Lassen Sie uns weiter. Was hat man davon, wenn man mit einem Zug der David Company fährt? Hast du das gehört? Also den krieg ich. Richtig, Sir. Zieht eure Rüben ein, sonst puste ich sie weg. Ich brauch nur ein paar Sekunden. Was ist das für ein Lärm? Ich hab jede Menge davon. Ist noch nicht so weit. Und ihr dachtet, ihr könntet euch wehren. Seht euch doch an. Das sind zwei. Wieder einer weniger. Ihr gebt uns besser alles, was ihr habt, sonst fixen wir nachher eure Leichen. Bald werdet ihr Big End treffen. Seid ihr schon aufgeregt? Jetzt wird's laut. Gleich geht's rund. Und los. Kinderspiel, machen wir das noch nicht so weit. Dauert hältst noch. Du dich wieder hart? Kleiner Kratzer. Nimm's nicht persönlich. Wer auch immer Sie sind. Vielen Dank. Schon gut. Und jetzt rühren Sie sich nicht vom Fleck. Down, hier hin, A, dann fallen lassen, den wechseln, übernehme ich. A, das riecht nach Ärger. Fallen lassen,
schwer. Vielleicht wird ja später auch noch, dass man mehrere Sachen kombinieren kann oder so. Also. So, Schatten down. Überlassen Sie das mir. Shutdown. Genau mein Gedanke. Ja. Verdammt lang der Zug. Auf geht's. Warum ich die jetzt alle wegmache, die Leichen, weiß ich auch nicht, weil hier kommt eigentlich keiner mehr hin. Aber ich weiß nicht. Sehen Sie, ich wusste doch, dass da ein Herz in Ihnen steckt. Anatomisch gesehen vielleicht. Hey! Hey, wir müssen weiter! So, und jetzt speichern wir hier erstmal. Dann brauchen wir das nämlich nicht nochmal neu machen. Anscheinend haben wir es geschafft. Trotzdem brauchen wir noch das Dynamit, um den Tunnel freizulegen. Das ist leicht. Wir begeben uns langsam nach oben. Eines mehr. Vielen Dank. Das nehme ich. Vielen Dank. Na also, das ist genau das, was ich brauche. Ich fürchte, mehr geht nicht. An Denver sind wir wohl vorbei. Dieser große Fels dort sieht aus, als würde er bald herabstürzen. Nichts, Miss. Wollen wir das? Dann legen wir mal los. Scheiß Company-Handlanger! Sag mir, wo die Tresore sind!
Ganz alter Dreck. Ich weiß es nicht, Mist. Ich schwöre. Ruhe da hinten. Sie hatten doch einen Plan. Was zum... Ja? Jetzt hab ich dich. Ha! Hab ich dich gefunden. Sieht nicht gut aus. Ich seh dich, Arschloch. Wir sind parat für später. Was ist das? Was denn? Ich hab... Scheiße, der ist tot. Mist. Ach, ich hab jetzt falsch nachgedacht, ey. Da ist die Lok. Der Anfang des Zugs. Anscheinend haben wir es geschafft. Trotzdem brauchen wir noch das Dynamit, um den Tunnel freizulegen. Das ist leicht. Wir begeben uns langsam nach oben. Wieder einer weniger. Sorg dafür, dass die Leute bleiben, wo sie sind. Ein heftiger Raubzug ist das hier. Wir sehen uns. Nicht persönlich. Halten Sie sich raus. Wir werden uns um die Banditen kümmern. Haben Sie vielen, vielen Dank. Eine Sorge weniger. Halten Sie sich raus. Wir werden uns um die Banditen kümmern. Haben Sie vielen, vielen Dank. Das nehme ich. Vielen Dank. Langsam werde ich warm. Dieser große Fels dort sieht aus, als würde er bald herabstürzen. So. Weil bis hier sind wir gut vorangekommen. Können wir hier mal speichern. So, dann bleiben wir drin. Hier. So, und hier speichern wir jetzt nochmal. Wir sind jetzt ziemlich weit schon. Wie gesagt, wir sind jetzt am Anfang vom Wagen. Hat nie geklappt. Das hat jetzt nicht geklappt, okay. Ich habe das richtige Werkzeug.
paar Sekunden. Ruhe da hinten! Irgendwas? Wir sehen uns. Ruhe schon! Kleiner Kratzer. Also gut. Geht dort nicht. Scheiße. Das war nicht. Noch würde ich mir keine Sorgen machen. Er hat Lust zu sterben. Ich weiß es nicht, Miss. Ich schwöre es. Zeit. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Hast du das gehört? Wo ist es? Wie soll ich das wissen? Wie sagen wir? Ganz alter Trick. Hä? Zwecklos ist mir zu verheimlichen, Schätzchen. Meine Männer werden es finden. Mach schon. Der Hinterhalt kam wie erwartet. Verstanden. Mann, warum macht denn der das nicht? Ich hab... Oh Gott, was fängt der Scheiße? Ich habe doch gesagt, mit dem töten, Aranien töten, mit dem anderen Aranien töten. Der da unten bleibt stehen und wird nicht, tötet nicht. Oh Gott. Wird auch Zeit. Ein paar Banditen. Was zum? Yes. Ich schwöre. So, Shutdown. Shutdown. So, jetzt gehe ich mit dem hier ran, sage. Dann wollen töten. Wir. Und wieder zurück. Dann nehme ich den, gehe da ran, töten. Und wieder zurück. Fertig. Und ausführen. Nochmal, Shutdown. Da ran gehen. Töten. Nächste. Töten. Ich weiß, dass die DeWitt Company Geld in diesem Zug transportiert. Wo ist es? Wie soll ich das wissen? Die sagen mir ja nichts. So langsam werde ich warm. Sieh genau hin. Zwecklos ist mir zu verheimlichen, Schätzchen. Meine Männer werden...
Ich verheimliche nichts, Miss. Also ich werde mal erstmal speichern. Weil jetzt haben wir die Stelle endlich geschafft. Jetzt nicht, dass wir jetzt hier da wieder anfangen. Schwer. Meins. Ich habe die Lampe angezündet. Besser schnell werfen. Achtung. Dass wir noch mehr Dynamit haben. Ich hab's! Scheiße. Ein Sport. Kleiner Kratzer. Oh Mann, Scheiße. Ich will den Passagier retten, ey. Schwer. Du scheiß Company, Handlanger. Sag
mir, wo die Tresore sind. Ich weiß es nicht, Miss. Und jetzt geht's. Der Haken? Halten wir Abstand. So langsam verliere ich die Geduld. Bitte nicht. Eine Sorge weniger. Nutzlos. Beeilt euch, ihr Idioten, bevor die Marschuts davon Wind bekommen. Wo soll das hinführen? Das war's für dich. Ein heftiger Raubzug ist das hier. Wieder ein Geschäft. Ich hab die Lampe angezündet. Besser schnell weg. Gut, dass wir noch mehr Dynamit haben. Achtung. Komm sofort. Wir sollten uns eine sichere Stelle suchen. Geht klar. Damit. Hier ist wer hat Lust zu sterben. So, wir haben die erste Mission geschafft in gerade mal anderthalb Stunde. Na gut, ich habe ja vom, ein Stück vom Tutorial noch mit bei gehabt. Uiuiuiui. Sie haben die Wit Company heute glücklich gemacht. Wie viel bekommen Sie für den Job? Ich hoffe, Sie erwarten keinen Anteil. Keine Sorge, ich habe, was ich brauche. Sie reisen anders weiter? Ich muss noch Zeit gut machen. Wie ich schon sagte. Ich habe eine Verabredung einzuhalten. Wie Sie meinen. War gar nicht so übel, mit Ihnen zu arbeiten, McCoy. Klar. Falls Sie mal einen Profi brauchen, wissen Sie ja, wen Sie holen können. Guten Tag, Mr. Cooper. Ist schon cool gemacht. Ist schon cool gemacht, muss man sagen. Ich habe ja auf der PS2 auch diese rundenbasierten Sachen wie Gladius geliebt. Ich habe Gladius habe ich echt gerne gespielt. Rettet zwei Zivilgruppen. Oh, da fehlt eine Gruppe, die. Ach. Ach, da kann ich meinen kompletten Weg so hier mir angucken. Ist ja geil. Ich habe alle ausgeschalten. Und Leichen versteckt. Aber warum werden nicht alle Leichen angezeigt? Coole Sache. Das ist das erste. Hier haben wir 1 von 8. Was ist das? 1 von 8, ey. Uff. Ja, wir gucken uns wenigstens. Gucken uns wenigstens mal den Anfang an. Wenn der in die Stadt reitet und dann. Soll es jetzt soweit auch gewesen sein.
Müssen wir mal gucken, das könnte man auch mal im Stream machen, ey. Neulich haben sie das Haus von Old William abgerissen. Warum das denn? Können die ihre Schienen nicht zwischen unseren Häusern verlegen? Konzentrier dich aufs Spiel, ja? Ich sag's euch. Wenn die zu meinem Haus kommen, dann zeige ich den Eisenbahnpennern, wo der Hammer hängt. Scheiße. Was kann ich für Sie tun, Gentlemen? Oh, zu dir kommen wir gleich. Ihr kennt das Spielchen. Alle Mann raus. Ja, Sir. Sieh nur, wie sie rennen. Hast du was an den Ohren? Ich trinke nur noch aus. Hör zu, Arschloch. Diese Stadt gehört jetzt uns. Wenn er raus sagt, dann soll... Oh. Wir dulden hier keine Störenfriede. Wen haben wir denn hier? Nun, jetzt sind es zwei Störenfriede. Was zum Teufel? Du schon wieder! Da laufen sie wie die Hunde. Kein Wunder, nachdem die armen Kerle deine hässliche Visage gesehen haben. Oh, gern geschehen. Du brauchst einen Drink und ich auch. Hector, deiner geht aufs Haus. Gracias, Senorita. Gib mir Bescheid, wenn die zurückkommen. Besser nicht. Nächstes Mal bringen sie dich um. Können sie ja versuchen. Ich nehme an, du bist schon eine Weile hier und hast die falschen Leute verärgert, hm? Die haben mich verärgert, aber da du schon hier bist, können wir vielleicht zusammenarbeiten. Oh nein, da ziehst du mich nicht mit rein. Ich bin wegen Frank hier. Umstellt das Haus! Lass sie nicht entwischen! Amigo, du steckst bereits mittendrin und du schuldest mir was. Okay, lass uns von hier verschwinden. Na los, hinten raus! Sie sind hier irgendwo. Und wir haben alle Zeit der Welt. Diese Typen sind auf Blut aus. Wer zum Teufel sind die? Ach, gehören zu der Witt Company. Mit einigen von ihnen habe ich noch eine Rechnung offen. Na dann. Ich hoffe allerdings, du hast einen Plan. Na, klar. Lass uns zur Straße gehen. Niemand wird uns belästigen, wenn wir uns unter Stadtvolk mischen. Dann haben wir etwas Luft. So weit, so gut. Aber wessen Schädel schlagen wir denn ein? Zuerst wäre da mal Jarvis. Echt harter Kerl. Im Moment ist er im Hinterhof und versucht, den Bullen zu reiten. Dann haben wir Wild March. Sie ist in der ersten Etage des Flagstone Bordells, trinkt Whisky und sieht den Mädchen beim Tanzen zu. Als nächstes hätten wir den Duke. Er dreht mit seinen Stiefelleckern auf der Kirchstraße seine Runden. Und zuletzt haben wir den Vorarbeiter, McBain. Der ist ein echtes Arschloch. Hat seine Leute die halbe Stadt abreißen lassen, damit er nicht um sie herumplanen muss. Also, wir kümmern uns um sie, gehen zum Saloon zurück und trinken unsere Drinks aus. Das ist kein besonders detaillierter Plan, Hector. Was glaubst du, warum ich auf dich gewartet habe? In Ordnung. Bringen wir es hinter uns. Na, ich würde dann halt hier hinten an... Also... Ich würde mich dann von hinten nach vorne arbeiten. Mach schon. Okay, also Hector hat eine Falle. Zeit für Bianca, würde ich sagen. Du schleppst das Ding immer noch mit dir herum? Ich habe einen Ruf zu verlieren. Okay. Sie können sich nicht ewig. So, damit nicht wieder ein Video angeguckt werden muss, wenn ich nächstes Mal weiterspielen will.
Warum blinkt denn das da oben? Kann ich denn... Na, egal. Dann gehen wir zum Hauptmenü zurück. So. Weil ich finde die Musik und das Bild halt vom Hauptmenü geil für Abschlussbewertung. Also für mein Angezockt jetzt. Ich habe ja wie gesagt noch nicht weitergespielt. Die Machart finde ich echt cool. Ab und zu hakt es bei mir. Ich weiß aber nicht, da muss ich wohl einen Fehler machen wegen dem Xbox-Controller und wegen dem, was da steht, dass ich da was Falsches drücke. Aber dass man dann so im Team vorangehen kann und dem macht das macht das und so die Story ist ganz cool aufgebaut. Die Grafik ist halt von oben so drauf mit der Steuerung, mit der Kamera. Das finde ich halt noch ein bisschen blöd, aber man kann sich dran gewöhnen. Aber so ist es echt cool gemacht. Also finde ich, ich habe ja auch auf der PS2 damals Gladius echt gerne gespielt. Das war ja auch so taktisch rundenbasierte Taktik und das finde ich echt cool gemacht. Vor allen Dingen, dass jeder seine Spezialfähigkeiten hat und so. Ich bin mal gespannt, ob man später vielleicht auch mehrere hat, die man, also nicht nur zwei, sondern drei oder vier oder dass man, wenn man eh mal durch ist, dass man dann vielleicht halt die Leute auswählen kann, mit denen man bestimmte Levels spielt. Das ist ja jetzt storytechnisch bedingt, muss ich mit dem Typen ja spielen, also mit dem Biegen, der zur Stadt gehört und ich halt. Mal gucken, aber der Doktor wollte ja auch noch dahin und der Doktor arbeitet ja für die Company, also ich glaube eher, dass der Doktor denn unser Feind wird. Ich will mich, denke ich mal, Jan Stark, also ich will mir jetzt nicht zu stark aufs Fenster lehnen, werden wir vielleicht demnächst sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das vielleicht im Stream demnächst nochmal spielen. Ja, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Intro, Outro, bei der Länge glaube ich nicht. Ich werde das so unkomprimiert hochladen, damit ihr, ich nehme ja auch mit einer sehr hohen Bitrate auf, also damit ihr so dicht wie möglich an dem Ergebnis dran seid, was ich hier vor mir sehe. Ich bin dann jetzt alles mal weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, ahoi. Sagt euer Odin. So, und...